Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. In der letzten Folge haben wir den Enderdrachen besiegt im Ende und haben dann auch das Enderdrachen-Ei uns geschnappt und in unser schönes, wundervolles, neues Gebäude quasi getan, in diesen komischen Raum. Und wir wollen diese Folge allerdings nochmal zurück ins Ende, denn da gibt's noch einiges mehr zu holen als nur das Drachen-Ei, sondern auch noch den Drachenkopf und Schalkerboxen und diese Flügel, nämlich Elytrin und so weiter. Das wollen wir uns natürlich auch alles schnappen. Und dafür müssen wir allerdings erstmal wieder zurück ins Ende und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, Ziel ist es, dass wir uns ein paar Schalkerboxen holen. Das ist ganz praktisch, das ist sowas wie ein Rucksack quasi im Endeffekt. Wie komme ich denn da jetzt runter? Ich springe einfach, oder? Dann natürlich den Drachenkopf, der ist einfach nur cool, der kann sonst nichts. Und was natürlich auch cool ist, ist eine Elytra, damit wir fliegen können. Dann braucht man noch ein paar Raketen und dann sind wir halt super mobil und können halt richtig gut die Welt erforschen. Und das wollen wir uns hier auf jeden Fall holen. Und natürlich gibt es auch noch ein paar andere coole Blöcke. Und Pflanzen, eben Choruspflanzen gibt's da. Die kann man natürlich auch mitnehmen, wenn man möchte. Haben jetzt nicht so viel Nutzen, aber ist eigentlich ganz cool, trotzdem die zu haben natürlich. Und ihr seht schon, der Weg einfach zu dem Höllenportal hier ist einfach so schnell. Und dann sind wir schon am Ende einfach. Also das ist ja wirklich ein Katzensprung. Ich habe auch überlegt, da tatsächlich eine schnellere Verbindung hinzubauen mit Eis. Ich glaube, das ist erstmal ein bisschen unnötig, weil wir eh noch kein Eis haben. Aber es ist halt so schnell, ne? Also ist schon krass. So, auf geht's wieder ins Ende. Jetzt sind wir hier. Und ich glaube, in diese Richtung hier mussten wir. Hier haben wir uns auch irgendwo hochgebaut, oder nicht? Oder? Oder nicht? Ich glaube, irgendwo hatten wir uns hochgebaut. Oder habe ich mir das ernsthaft eingebildet, als ob wir uns nicht hochgebaut haben? Okay. Na gut, dann machen wir das jetzt. So. Und zwar ist es so, wenn ihr den Enderdrachen besiegt habt, dann kommt ja erstmal das Portal natürlich, mit dem man wieder nach Hause kommt, oder beziehungsweise zu seinem Spawnpunkt. Und das ist natürlich schön und gut, aber es gibt noch ein weiteres Portal, das wir finden müssen. Ich glaube, ich habe es schon gesehen in der letzten Folge. Und da kann man halt eine Enderperle reinschmeißen und da kommt man in eine weitere Dimension vom Ende. Da vorne seht ihr das schon, was da oben fliegt. Ich gucke jetzt mal weiter auf den Boden, damit die Endermänner mich nicht angreifen. So, also hier ist das, was nach Hause geht quasi. Das ist ja schön, aber wir wollen gerade nicht nach Hause, sondern wir wollen da oben rein. Und ich sehe gerade, wir können eigentlich auch nochmal hier die Enderkiste mitnehmen. So, jetzt haben wir zwar nur das Obsidian bekommen, aber besser als gar nichts. So, und da oben wollen wir jetzt rein. Und dafür müssen wir uns da erstmal hochbauen. Und ich mache einfach mal eine Treppe nach oben, weil wir da eh ein paar Mal vielleicht hochgehen werden. So, und da müssen wir dann nämlich einfach nur eine Enderperle reinschmeißen und dann sind wir schon in der nächsten Dimension. Und können dann da mal ein bisschen rumlaufen und so eine End-City vielleicht suchen oder die Schiffe. Da gibt es ziemlich geilen Loot tatsächlich. Ist auf jeden Fall super worth, da hinzugehen und ist gar nicht so gefährlich. Also, ja, auf jeden Fall sollte man das mal irgendwann machen. Allein schon für die Elytra oder für Schalkerboxen, die sind halt super, super wertvoll eigentlich. Und wenn ihr das gefunden habt hier, dann schmeißt ihr da einfach eine Enderperle rein. Zack. Und dann seid ihr hier schon in der nächsten Dimension. Und da oben haben wir jetzt erstmal den Weg quasi wieder zurück. Und da oben haben wir Choruspflanzen und jetzt muss man hier einfach nur rumlaufen und halt solche End-Cities suchen. Das hier sind meistens ziemlich viele Inseln, ihr seht das schon. Und da muss man jetzt halt einfach, wie gesagt, ein bisschen gucken, bis man halt da was findet, was cool ist. Also ich tausche das mal. Ich würde sagen, wir nehmen uns tatsächlich so ein paar Choruspflanzen schon mal mit. Kann, denke ich, nicht schaden. So, die haben eigentlich nicht so viel Nutzen, ich weiß gar nicht, was sie für Nutzen haben tatsächlich. Aber besser haben als nicht haben, würde ich sagen. Und um die ganzen anzubauen, müsste man jetzt diese Pflanzen da oben ernten, also die Knospen oder wie auch immer man das nennt, die Blüten. So diese hier, die kann man jetzt nämlich theoretisch wieder anbauen. Und wenn man die halt nur so abbaut, dann kriegt man halt nur diese Chorusfrüchte. Und ja, also wenn ihr eine Farm bauen wollt, dann schnappt ihr euch einfach die Fruchtkörper quasi. Und jetzt müssen wir halt eigentlich nur rumlaufen und halt gucken, Ausschau halten nach solchen End-Cities. Und ich hätte mir vielleicht mal die Koordinaten aufschreiben müssen. Also ich schreibe mal hier minus 1100 und 200. Das finden wir ungefähr wieder zurück. Ja, es gibt hin und wieder tatsächlich nochmal andere Portale, mit denen man auch zurückkommt. Aber na, sonst müssen wir hier ewig lange rumlaufen, bis wir sowas finden. Das ist natürlich auch blöd. Und wie gesagt, jetzt muss man einfach nur Ausschau halten und gucken, dass man hier irgendwo vielleicht so eine End-City sieht. Die sieht man auf jeden Fall, wenn man... Also man erkennt sie, wenn man sie sieht, weil die sind halt einfach knallpink und andere Gebäude gibt es hier eigentlich nicht. Und da gibt es auch noch fliegende Schiffe. Und an fliegenden Schiffen ist dann immer der Ender-Drachenkopf dran. Also unser Ziel ist es jetzt eigentlich, so ein paar End-Cities zu finden und auf jeden Fall eins von diesen Schiffen. Und in den Schiffen gibt es, glaube ich, auch die Elytren, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin tatsächlich nicht so oft in solchen End-Dimensionen unterwegs. Das macht meistens jemand anders. Ich spiele ja meistens nicht alleine Minecraft. Und dann ist meistens so die Aufgabenteilung, dass ich halt baue, weil ich das gerne mache. Und der andere Typ, der Adventure, dann ein bisschen mehr. Und sorgt halt für die ganzen geilen Materialien. Und das ist hier ganz schön groß tatsächlich. Und ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal rum, bis ich was finde. Und dann werde ich mich nochmal melden und wir können weiter looten.
Ich bin tatsächlich nur nicht mal eine Minute weitergelaufen und hier haben wir jetzt schon so eine End-City gefunden. Und ihr seht schon, die kann man eigentlich gar nicht übersehen und die sind halt ja, sehr eindrucksvoll tatsächlich. Und was es hier auch noch gibt, das habe ich gar nicht erwähnt, sind diese End-Rods, mit denen man Licht machen kann. Die sind auch ziemlich cool. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt erstmal hoch und gucken dann von oben mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwie ein Schiff oder so in der Nähe finden. Das wäre natürlich auch richtig toll. Und dann erkunden wir das hier erstmal. Also hier haben wir natürlich erstmal diese ganzen coolen Blöcke. Und hier, das sind die Schalkers. Die muss man killen, damit man an diese Schalker-Dinger kommt. So, wenn ich das Ding mal killen könnte. Zack. Und der Ender, den habe ich doch gar nicht angeguckt, oder? Man hat hier auch tatsächlich so eine Verzauberung, dass man dann nach oben schwebt. Ist ein bisschen nervig. Aber ich meine, im Endeffekt kann man sich hier überall gegen irgendwas gegenschmeißen. Hoppala. Und woher kriege ich denn den ganzen Knockback? So, wir müssen jetzt mal hier eben kurz warten, bis ich wieder normal laufen kann. Und dann gucke ich mal, wie man die Endrods hier abbaut. Kann man die einfach mit irgendwas abbauen? Ja, kann man. Sehr gut. Die sind halt, wie gesagt, die sehen cool aus, sind sehr modern, also würden in unser Haus ziemlich gut passen. Und geben halt auch Licht, was ziemlich cool ist. Und ich gucke gerade, ich sehe hier allerdings kein Schiff in der Nähe, was ein bisschen blöd ist. Aber ist auch nicht so wichtig eigentlich. Also ist schon wichtig, aber jetzt nicht so schlimm, dass wir es noch nicht haben. Wir haben ja noch Zeit. So, und hier kann man jetzt theoretisch so einen Jump and Run nach oben machen, aber ich bin da actually gerade ein bisschen zu faul zu, deswegen baue ich mich jetzt einfach mal nach oben. So, und mit diesen Steinen kann man halt auch theoretisch nur bauen. Die sind nicht irgendwie besonders oder sowas. Also sind schwierig zu kriegen natürlich, aber sind jetzt nicht irgendwie, weiß nicht. Also sie haben keine krassen Eigenschaften, sage ich mal. So, hier haben wir noch mehr davon. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Hier haben wir wieder einen Schalker. Den töten wir jetzt mal. So, zack, und dann geht die schon. Ich habe hier jetzt eine Schalker Shell bekommen. Also eine Schalker Schale quasi. Und damit kann man dann im Endeffekt die Dings craften. Jetzt werde ich hier wieder nach oben getrieben. Das ist eigentlich ganz praktisch, das kann man hier mal ein bisschen abusen, dass man hier nach oben geschickt wird. Dann gucken wir mal, was es hier oben noch so gibt. Da vorne sind tatsächlich noch Banner, die könnte man sich auch schnappen. So. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass man so langsam ist. Ein bisschen schneller wäre natürlich schon geil. Aber wenn ich den jetzt kille, dann kann ich euch mal zeigen. So, jetzt haben wir hier nämlich zwei Schalkerboxen und ich glaube, die kann man. Oder was muss man damit eigentlich machen? Ich glaube, man braucht vier Stück dafür. Ich muss gleich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie man Schalkerboxen craftet, aber das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Ich nehme noch mal ein paar davon mit. Zack. Also ich würde sagen, wir looten jetzt mal die End-City hier quasi und danach gehen wir auf die Suche nach so einem Schiff. Weil die sind halt schon sehr viel cooler. So, jetzt muss ich das Vieh nur noch hier schnell killen. Oh, ist ja sehr anstrengend. Boah, zack. Und jetzt fliege ich hier ganz nach oben. Ist ja auch toll. Eigentlich müsste ich jetzt nach unten, weil da halt die Schale noch ist. Und ich überlege gerade, was passiert eigentlich, wenn man hier ewig lang nach oben fliegt? Also, kommt man denn irgendwann. Ist da denn irgendwann ein Ende oder so? Oder? Ich weiß es nicht. Und, oh. Ja, nervig sind die ja schon. Vor allem, die können immer so um die Ecke rumfliegen. Ich überlege gerade. Gibt es sonst noch irgendwas in so einer End-City? Ich könnte eigentlich auch mal die Renderdistanz ein bisschen weitermachen. Dann sehen wir vielleicht eventuell noch irgendwie so ein Dingsbums, wenn wir es mal finden würden. Also so ein Schiff, meine ich. So, jetzt haben wir da die Schale, die wir noch nicht einsammeln können. Ich schieße jetzt einfach mit dem Bogen darauf. Aber dafür braucht man nur zwei Schüsse, das ist ja ziemlich easy, mit einem Bogen die zu killen. Jetzt haben wir vier, nee, aber wenn ich das Ding einsammle, davon haben wir vier Stück. Oder hier ist nicht mal was gespawnt. Kriegt man nichts, wenn man die mit dem Bogen tötet? Guck mal, hier ist nämlich auch nichts gespawnt. Bei den beiden, die wir mit dem Bogen getötet haben, ist nichts gespawnt. Das ist ja. Ist das Zufall oder war das jetzt einfach. Ist das wirklich so, dass man dafür denn nichts bekommt? Also ich rate euch dann einfach mal, das mit einem Schwert zu machen tatsächlich, weil es natürlich blöd, wenn man dafür nichts bekommt. So. Da können wir jetzt noch weiter nach oben. Machen wir mal ein bisschen Jump and Run hier. So, sind hier vorne schon die Banner oder sind die. Ne, die sind noch höher, okay. Ich baue mich einfach nach oben, das ist halt eine schnellere Variante. Jetzt, wo wir den Effekt nicht haben. Und die Banner baue ich einfach auch ab, einfach, weil sie, weiß nicht, so eine Erinnerung sind und die können wir dann in unseren. Wie nennt man das? In unsere Vitrine da reinpacken, in unseren Vitrinenraum. So, das Vieh killen wir auch nochmal schnell. Oder was heißt schnell, aber das killen wir zumindest. So, das hat eine Schale gegeben und jetzt gucken wir mal. Ich glaube vier Stück. Nee. Wie war denn das? Wie craftet man denn so ein Ding? Solange wir hier oben schweben, kann ich sein theoretisch mal googeln. Ich habe noch ein Handy am Start. Schalker. Richtig professionell hier. Schalkerbox craften. So, mal gucken, was das Handy sagt. Jetzt können wir schon mal hier die Dinger abbauen. So, ich glaube, mit einer Axt geht das schneller, ne? Ja. Also, das Ding hier nehmen wir auch mit. Und wir können eigentlich mal gucken, sehe ich hier irgendwo ein Schiff? Sieht nicht so aus, ne? Da müssen wir noch. Oder doch, da vorne ist ein Schiff, glaube ich. Oder zumindest noch eine End-City. Ich glaube, es ist eine End-City, sieht so ein bisschen so aus.
Da können wir den auf jeden Fall auch noch hin. Und den Banner habe ich jetzt leider nicht bekommen. Ich glaube, 3 Stück reichen auch. Ich glaube, viel mehr sind ja auch gar nicht. So, ich würde sagen, wir springen den mal hier runter, schnappen uns den hier nochmal. Und ansonsten gucken wir jetzt mal, ob wir hier noch irgendwo Schalker finden, die wir killen können. Und sonst hauen wir ab. Wir haben eigentlich schon alles, was man hier holen kann tatsächlich. Ist nicht so spannend, aber wie gesagt, die Schiffe sind halt doch ziemlich nice. So, und jetzt gucken wir mal auf dem offiziellen Minecraft-Wiki, wie man das Ganze craftet. Gewinnung. Achso, man braucht noch eine Kiste dafür, okay. Also eine Kiste in die Mitte und dann oben und unten eine Schalkerbox und dann hat man... eine Schalker-Shell meine ich, und dann hat man eine Schalkerbox. Gar nicht so schwierig. Und wieso hat er mich nicht angegriffen? Das ist ja ein bisschen komisch hier gerade. Komm, stirb. Nein, ich muss dich töten. Warte, wir testen das jetzt mal, ob man wirklich nichts bekommt, wenn man die mit dem Bogen abschießt. Oder mit dem Bogen tötet. Wieso ist denn der so hartnäckig? So, da haben wir schon wieder nichts bekommen. Das ist ja echt ein bisschen komisch, ne? Versuch den hier nochmal mit dem Schwert zu killen. Aber eben haben wir auch was, einmal eins gekillt mit einem Schwert und dann haben wir auch nichts bekommen. Also vielleicht sind die auch einfach selten, das kann natürlich auch sein. So, da haben wir jetzt nochmal eine. Die können wir natürlich auch haben. So, da unten gehen wir glaube ich auch nochmal runter. Das ist sowieso in der Richtung, in die wir hinwollen. Dann esse ich nochmal schnell was. Die Banner lassen wir mal hier, weil die brauchen wir echt nicht. So, dann hier den hier nochmal schnell töten. Hoffentlich. Oh, jetzt schon weg. Der hat auch wieder nichts gedroppt. Also anscheinend scheinen die doch relativ schwierig zu bekommen zu sein. So, und ich überlege gerade, ich glaube, das war gar nicht so schlau, da hinzugehen, weil jetzt kriegen wir voll viel Fallschaden. Da oben ist tatsächlich doch ein Schiff. Also das, was wir gesehen haben, war doch nur eine End-City, aber da oben ist tatsächlich ein Schiff. Und da wollen wir auch hin. Weil, wie gesagt, das Schiff ist halt das, wo es halt den richtig nicen Stuff gibt. Deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum, da jetzt hinzugehen. Und ich weiß gar nicht, ob es irgendwas Cooles in den End-Cities gibt. Halt, wie gesagt, Schalkers, die man da farmen kann. Das ist natürlich schon sehr cool, aber na, im Endeffekt sind das auch nur Kisten, die man mitnehmen kann. Aber die Schiffe, die sind richtig nice. Ich überlege gerade, ich hätte glaube ich noch... Oh, warum habe ich den angeguckt? Okay. Ich hätte tatsächlich Wasser mitnehmen müssen, weil dann hätten wir von da oben wieder runterspringen können, mit ohne Fallschaden zu kriegen halt. Jetzt müssen wir uns da irgendwie hochbauen, denke ich mal. Und den hier erstmal killen, weil der uns sonst nerven wird. So, komm mal her hier. Vielleicht hätte ich auch einfach einen Kürbis mitnehmen sollen, dann hätten die uns ja auch nicht angegriffen. Oh, ist er jetzt wenigstens tot? Ne, doch, endlich. So, schnappen wir uns nochmal die Enderperlen und dann bauen wir uns mal da hoch, würde ich sagen. Ja, ich denke, hier müsste das ja ungefähr passen. Ich hoffe, wir werden nicht direkt runtergeschmissen von irgendwas. Das wäre natürlich richtig blöd. Übrigens ist es tatsächlich schneller, wenn man beim Springen nicht einfach die Maustaste gedrückt hält, sondern wenn man immer Spam klickt. Also wenn ich so mache, dann ist man schneller. Oder wenn man so macht, ist man schneller tatsächlich. Habe ich mal irgendwann gelernt, aber naja, nur marginal schneller, ne? Ist eigentlich auch egal. So, wie weit müssen wir denn noch hoch? Gar nicht mehr so weit. Dann können wir hier tatsächlich wieder einen richtig guten Ausblick haben. Vielleicht finden wir ja noch ein Schiff, aber sieht nicht so aus. Also ihr seht schon, hier sind auch direkt 2 Cities so relativ dicht nebeneinander. Die sind halt wirklich häufig. Und na, wenn ihr halt Schalkerboxen fahren möchtet, dann ist das halt das Beste, was man machen kann eigentlich. So, aber wir wollen ja mehr als nur Schalkerboxen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was vom Schiff haben. Und wir hoffen mal, dass wir hier einen nicen Stuff finden. Dann zeige ich euch mal, wie das Ganze hier aussieht. So, erstmal bauen wir uns hier rein natürlich. Zack, zack, zack. Und dann schauen wir mal, was es hier drinnen so Hübsches gibt. Wir haben ja auf jeden Fall schon mal Kisten. Das ist natürlich praktisch, weil dann können wir uns mal direkt eine Schalkerbox craften. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. So, und die müssen wir jetzt mal killen. Hat auch wieder nichts gedroppt, schade. Hier haben wir auf jeden Fall eine Elytra drinne. Das sind jetzt diese Flügel. Und die sind natürlich richtig cool, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Damit könnte man jetzt theoretisch fliegen und hier drin haben wir einen Sattel, was ziemlich cool ist, eine Diamantpferderüstung, das ist auch richtig geil und einen verzauberten Harnisch. Eine verzauberte Diamantrüstung, das ist halt total krank, was man hier drin bekommen kann. Also vom Loot her ist das hier wirklich, sind diese Schiffe wirklich das Beste, was einem eigentlich passieren kann. Hier haben wir jetzt noch ein paar Tränke, die sind natürlich auch nett und so ein Ding hier nehmen wir dann natürlich auch mit. Einfach weil es umsonst ist, aber so, ich weiß gar nicht, ist hier oben noch was drauf, können wir eigentlich auch nochmal schauen. So, ich würde es eigentlich nicht sagen, aber man weiß ja nie. Auf jeden Fall haben wir nochmal einen schönen Ausblick. Vielleicht sehen wir hier nochmal irgendwo noch ein Schiff, aber sieht nicht so aus, als wäre hier noch was in der Nähe. Ja, wir haben ja theoretisch, wir brauchen ja nur eine Elytra. Und die haben wir jetzt. Dann kille ich, oh Junge, jetzt, das ist jetzt nervig. Okay, dann schieße ich das Ding halt ab. Jetzt fliegen wir natürlich erstmal super weit nach oben. Bevor wir wieder runterfallen, noch 5 Sekunden. Wobei, hier kriegen wir dann schon mal weniger Fallschaden. Dann schnappen wir uns nochmal den... Ender Drachenkopf, der ist nämlich hier vorne immer dran. So, ihr seht den schon hier vorne. Und da müssen wir jetzt irgendwie uns erstmal was hinbauen.
Ah, hier sind auch Blöcke, sehr gut. Oh, hoppala, das wollte ich nicht, sondern einen weiter da unter. Wenn ich es hinkriege, so wundervoll. Können wir uns da nämlich einfach hinbauen. So. Und hier haben wir dann den Drachenkopf, den wir auch abbauen können, glaube ich. Ich versuche es mal mit einer Spitzhacke. Oder funktioniert das? Könnte funktionieren, ich habe Angst. Ja, weil es hat funktioniert, krass. Jetzt haben wir auch den Enderdrachenkopf, den können wir theoretisch auch aufsetzen. Sieht allerdings ein bisschen komisch aus. Ja, und den kann man jetzt theoretisch nicht nur einmal bekommen, sondern tatsächlich an jedem von den Schiffen. Was irgendwie ein bisschen, aber, ne? Man kann ihn halt öfters bekommen. Anscheinend sind das hier irgendwelche Piraten oder so, die Drachen gejagt haben und dann, weiß nicht. Könnte man so zumindest denken. Wäre eigentlich auch cool, wenn es hier noch mehr Bewohner geben würde. Aber so ist das auch schon mal ziemlich nice. Und jetzt haben wir schon eigentlich alles, was wir wollten. Und ich würde sagen, ich werde jetzt einfach mal zurückgehen. Und dann können wir das Ganze nochmal in unseren Errungenschaftenraum. Ich weiß gar nicht, wie wir das Ding nennen können. Irgendwie so, ich weiß nicht, wie nennt man sowas? Pokalraum oder Achievement Room oder sowas. Auf jeden Fall nice. Wir haben jetzt eigentlich alles so, was man haben wollen würde. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt einfach noch weiterlaufen. Einfach über die Inseln hier streifen. Und dann findet ihr halt noch mehr von diesen Schiffen. Und könnt dann halt noch mehr Drachenköpfe euch sammeln und noch mehr Elytren und so weiter. Wir haben jetzt aber in diesem Fall mal genug und wollen jetzt mal wieder Richtung zu Hause. Das war ja minus 1100 oder sowas. Minus 1100 und 200, also so ungefähr in diese Richtung hier. Und ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal nach Hause und dann, wenn ich in dem Raum angekommen bin, dann sprechen wir uns nochmal. So, ich bin jetzt wieder bei dem Portal angekommen. Und um jetzt nach Hause zu kommen, müsst ihr euch natürlich einfach nur wieder da hochbauen und dann eine Enderperle da reinschmeißen. Kann ich euch mal zeigen, also zack, 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 ihr baut euch hoch auf die Ebene ungefähr. So, dann geht ihr da einfach hin, schmeißt dann eine Enderperle rein, zack. Und dann müssten wir da eigentlich, habe ich nicht getroffen? Nee. Okay, ich habe einfach nicht getroffen, auch nicht schlecht. So, dann seid ihr halt wieder hier und dann könnt ihr einfach wieder ganz normal ins Endportal steigen. Was wir, nicht ins Endportal, ins, ja, wie nennt man das denn, ins normale Weltportal? Also in das Portal, was halt hier am Ende gekommen ist, als ihr den Drachen besiegt habt. Können wir jetzt einfach wieder reinspringen, zack. Und dann kommen wir nämlich... Oh, jetzt sind wir hier. Achso, weil ich hier zuletzt geschlafen habe, ja, okay. Dann müssen wir jetzt einfach nochmal hier oben schnell durch die Hölle laufen und sind dann auch schon in der normalen Welt wieder. Oder wir sind ja schon in der normalen Welt, aber halt da, wo wir halt gebaut haben, sind wir dann wieder. So, jetzt muss ich mich mal kurz orientieren, da müssen wir lang. Und ich habe auch tatsächlich noch ein bisschen den Raum weitergebaut und da so ein paar von unseren... Von unseren Errungenschaften reingetan. Ist jetzt ein ziemlich cooler Raum geworden tatsächlich, den werde ich euch auf jeden Fall gleich zeigen. Erstmal mache ich natürlich wieder die Sichtweite ein bisschen runter. Das ist übelst komisch, also in der letzten Version, in der 1.14, da ist mein Minecraft flüssig mit Shader auf, keine Ahnung wie viel Chunks gelaufen und jetzt auch in der Aufnahme. Und jetzt halt, weiß nicht, es laggt halt total, also es liegt halt bestimmt daran, dass ich kein Optifine habe, weil es das ja noch leider nicht gibt. Aber es ist halt trotzdem krass, wie sehr Minecraft eigentlich ohne Optifine doch laggt. Also Optifine ist wirklich einer der besten Mods auf jeden Fall. Weil ohne den könnte man ja voll viele Sachen gar nicht machen. Weil es halt einfach zu laggt. Und auch voll viele Leute, die halt sonst Minecraft gar nicht spielen könnten, können es halt mit Optifine spielen. Also ja, schon eine richtig coole Sache auf jeden Fall. So, aber jetzt sind wir schon fast wieder zu Hause. Und hier sind einfach alle drei Türen offen. Das muss ich doch mal noch ändern hier. Jetzt haben wir zwar einen Pikmin hier, aber ist auch nicht so schlimm. So, und da zeige ich euch mal diesen coolen neuen Raum, wo wir auch den Ender-Drachenkopf gleich hin platzieren können. So, es ist Tag, wundervoll. Und so ein paar Kleinigkeiten müssen wir tatsächlich auch noch machen. Zum Beispiel hier das Ganze ein bisschen hübscher mit ein paar Bäumen, vielleicht an die Klippen und so weiter. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine coole Sache. So, und dann gehen wir mal hier runter. Ich weiß gar nicht, ob ich hier... Ach ja, stimmt, das wollte ich auch noch mitnehmen. Wo tue ich den denn jetzt hin? Ich stelle den einfach mal noch da. Die Hose nehmen wir mal mit, denn ich habe da auch noch einen Rüstungsständer, wo noch nichts drauf ist. Das können wir natürlich noch machen. Und ich weiß noch nicht, wie ich den Eingang hier machen soll, aber ich habe den bis jetzt einfach so. Jetzt zeige ich euch mal hier den wundervollen Raum, der ziemlich gut geworden ist, finde ich. Ich finde den ziemlich toll. Wir haben hier natürlich das Drachenei, was wir schon kennen. Dann haben wir hier nochmal den Drachenatem. Hier vorne haben wir noch den Kopf von dem einen Nether-Skelett. Dann haben wir hier jetzt noch die Rüstung, ein paar Bücher haben wir dahinter. Hier ist ein Bild. Hier haben wir noch eine Ender-Chest und ein paar Kisten mit. Hier sollen theoretisch halt CDs rein, weil wir hier auch einen Ton-Dingsbums haben. Dann haben wir hier vorne noch was. Hier haben wir nämlich so einen Banner und auch noch das Totem of the Undying. Und davor noch eine Kiste, wo halt nichts drin ist. Hier haben wir einen Kamin und dagegen kommt gleich der Drachenkopf, würde ich sagen. Und zwar habe ich da extra so einen Platz. Sieht doch ziemlich cool aus und ich zeige euch noch gleich einen coolen Trick mit dem Drachenkopf. Hier vorne haben wir dann so einen Schreibtisch mit einem Buch und dahinter haben wir dann noch eine große Karte, die ich noch gemacht habe.
Und hier sieht man jetzt schön unsere ganze Welt drauf, oder zumindest das, was wir haben. Wir haben hier das Dorf, was ziemlich nice aussieht, und wir haben hier unser kleines, süßes Haus mit dem Garten und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Hier haben wir noch eine Wither-Rose, und theoretisch könnte man jetzt hier noch mehr Bilderrahmen hinhängen mit irgendwelchen coolen Items. Hier zum Beispiel wäre noch viel Platz. Ich weiß auch noch nicht, wie ich den Eingang mache, vielleicht lasse ich den auch einfach so. Aber mir fällt halt gerade nichts Gutes ein. Man könnte auch so einen unterirdischen machen, dass man hier irgendwo runtertaucht und dann hier hochkommt. Das wäre auch ganz cool. Und was ich euch noch zeigen will, ist, dass man den tatsächlich noch zum Bewegen bringen kann, den Drachenkopf. Und zwar habe ich dahinter eine Tür, super geheim versteckt. Und da haben wir einen Schalter. Wenn ich den jetzt umlege, also den Drachenkopf quasi power mit Redstone, dann fängt er an, sich zu bewegen, oder nicht? Geht das nicht mehr? Also es ging auf jeden Fall mal. Vielleicht bin ich auch nicht am richtigen Block. Ah, stimmt, ich habe ja hier, ja, ich erinnere mich. Okay, dann müssen wir hier nur noch einmal kurz, zack, was hinstellen und dann den dahin. Und jetzt müsste er sich bewegen. Ja, ihr seht schon, jetzt bewegt er sich, macht immer Mund auf und zu, das ist auch ziemlich cool. Finde ich, sieht aber ein bisschen lächerlich aus, deswegen mache ich das wieder aus. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt, dass es halt funktioniert, theoretisch. Jetzt habe ich hier noch eine Stufe, die ich nicht... Ach ja, stimmt, wir haben auch noch diese Banner. Und wir haben auch noch... Ja, stimmt, das können wir hier auch noch hinstellen. Ist ja optimal, zack. Was wir dann eigentlich auch noch machen können, ist mal ein paar Schalkerboxen zu craften. So. Die könnte man noch einfärben tatsächlich, wenn man einfach halt Farbmittel noch dazu gibt. Und ich würde sagen, eine davon stellen wir schon mal hier hin. Einfach damit das Ganze hier ein bisschen cooler aussieht. So, und dann haben wir noch diese Banner. Die würde ich sagen, stellen wir dann mal hier hin. Oder einen davon zumindest. Und da könnte man jetzt auch noch ein Schild hin machen. Ich habe jetzt aber kein Schild. Von wegen, ja, irgendwie, wie nennt man das? Wie End-City-Banner oder sowas. Wäre auch cool. Und ich finde eigentlich ist der Raum ziemlich nice geworden. Sieht aus wie so ein Büro mit allerlei Kuriositäten. Eigentlich ziemlich cool, wie gesagt. Jetzt sagen, den Rest schmeißen wir jetzt nochmal hier oben rein. Beziehungsweise wir können auch die Elytra noch verzaubern. Mit Unbreaking müssen wir darauf kriegen auf jeden Fall. Und natürlich Mending. Und dann kann man damit halt rumfliegen, wenn man sich noch Raketen craftet. Ich werde auch demnächst, passend zu Silvester, noch ein Tutorial machen, wie man eine Raketenfarm bauen kann. Das wird auch ziemlich nice. So, und jetzt haben wir hier schon wieder alles voll. Dann muss ich jetzt hier mal wieder die Kisten nehmen. Und wir können eigentlich auch mal gucken, wo wir vielleicht so ein paar End-Rods noch reinplatzieren können. So, und jetzt gucke ich mal. Am Manning haben wir auf jeden Fall, aber ich glaube, Dingsbums haben wir nicht. Haben wir, glaube ich, nicht. Unbreaking haben wir, glaube ich, nicht. So, dann nehme ich nochmal ein paar von den Blöcken hier und dann verzaubern wir jetzt nochmal ein bisschen. Ich glaube, man kann die hier, ja genau, man kann die gar nicht so verzaubern. So, wir stellen uns mal Bun of Arthropods 4, super, Silk Touch, super, Efficiency 4, super, Piercing 3, super, Fire Protection, super. So, ich glaube, ich mache mal hier ein paar einzelne Sachen, bis wir hier gute Verzauberungen haben. Weil wir haben auch nicht unendlich Level. Luck of the Sea könnte man sich eigentlich sogar nehmen, aber Luck of the Sea 2 ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, es geht bis 3. So. Mal gucken, ob wir... okay, Efficiency 4 nehme ich vielleicht auch nochmal mit. So. Okay, wir haben hier noch kein Glück mit Protection, sondern mit Unbreaking. Immer noch kein Unbreaking. Und so viel können wir gar nicht mehr verzaubern. Immer noch keins. Wir haben hier schon alles, was verzaubern, und haben immer noch kein Unbreaking. Eieieiei, das wird knapp. Wahrscheinlich kriegen wir es nicht mit. Oh, Deathstrider 3 wäre auch nice. Aber Unbreaking wäre gerade nicer. Als ob wir kein Unbreaking kriegen. Oha. Wir haben das ganze Inventar fast einfach verzaubert, ohne Unbreaking zu kriegen. Das ist schon ziemlich krass. Also Unbreaking ist ja doch anscheinend ein bisschen selten. So, aber wir machen noch mal ein bisschen weiter. Weil wir sehen ja jetzt immer trotzdem noch, ob das hier geupdatet wird. So, Efficiency 4, wir brauchen Unbreaking, als ob das so selten ist. Okay, immer noch. Unbreaking 1 zumindest, das ist schon mal ein Anfang. Okay. Es ist halt krass. Das ist so selten, das hätte ich nicht gedacht. Piercing, uiuiui. Flame wieder. Wir haben einfach gleich 68 Level benutzt und haben nicht Unbreaking bekommen. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn, oder? Protection ist auch nicht so toll. Fortune 3 wäre natürlich geil, aber braucht man eigentlich auch nicht. Wir haben ja schon. Fortune 3. Respiration. Looting. Immer ein Unbreaking 1. Knockback. Sharpness. Efficiency. Ach nee. Ich habe gerade gehofft, dass es Unbreaking ist. Wir haben einfach alles verzaubert und haben nicht Unbreaking 3 bekommen. So, wir holen uns jetzt nochmal hier ein paar Level zurück. Die kann man nämlich im Wetzstein, ich glaube es heißt so, im Grindstone kann man auf jeden Fall die Bücher nämlich wieder disenchanten.
Und so zum Beispiel Piercing 1 werde ich niemals benutzen oder Efficiency 1. Hier haben wir Unbreaking 1, das werde ich doch behalten, weil theoretisch können wir auch mit 3 Unbreaking-Büchern das, glaube ich, machen oder mit 4. Ja, dann haben wir zumindest wieder ein paar Level und können es nochmal versuchen. So, ihr seht nämlich schon, wir haben... Oh, das ist auch Unbreaking. Ich glaube, dann crafte ich die einfach zusammen, das müsste nämlich auch funktionieren. So, Aqua Affinity könnte man eigentlich sogar behalten. So, also ich zeige euch mal, wir haben jetzt hier viermal Unbreaking 1 und das kann man nämlich zusammen craften. Und dann kriegen wir Unbreaking 2 und wenn man zweimal Unbreaking 2 zusammen craftet, kriegt man Unbreaking 3. Kostet jetzt 5 Level, das bedeutet, wir gucken nochmal, ob wir hier irgendwas Unnötiges haben. So, Protection 1 ist unnötig, das ist auch unnötig. Das auch. Featherfalling 1, nochmal Aqua Affinity, okay, das haben wir doch ein paar Mal mehr. Mending ist nicht unnötig. Unbreaking 1 nochmal, Power 1, Piercing, Sharpness, Efficiency, Power. Na, Fire Protection 3 behalte ich vielleicht sogar. Das hier sind, glaube ich, die, nee, sind gar nicht alles gute. So, ich glaube, damit müssen wir schon auf Level 5 kommen zumindest. So, ach nee, Unbreaking 2 behalten wir auf jeden Fall. Uff, das wäre ja fast gerade nach hinten losgegangen. So. Wenn wir das gemacht haben. So, ich komme mal hier, ist hier irgendwo noch irgendwas Gutes dabei? Sieht nicht so aus, dann können wir das hier mal ein bisschen reinspammen. Ohne nachzugucken. Und dann brauchen wir natürlich noch genug Level, um das Ganze auf die Elytra zu machen und Mending auch noch drauf zu machen und die Elytra zu benennen. Naja, ist schon ein teurer Spaß hier. So. Ich hätte auch eigentlich damit einfach zu unserer XP... Ja, ich glaube, ich laufe zur XP-Farm damit. Vorher gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwo... Na, wobei, eigentlich ist ja schon alles so gut ausgeleuchtet. Eigentlich brauchen wir gar keine Endrods hier. Aber die sind halt, wie gesagt, eine richtig coole Variante, um halt Licht zu machen. Weil sie halt auch einfach sehr besonders aussehen und halt ziemlich clean sind mit dem Weiß. Das passt halt zu modernen Häusern ziemlich gut. Oder zum Beispiel, ich mache das, ich habe ja auch einen Bunker gebaut und so ein Bunker-Tutorial habe ich ja gemacht. Und da habe ich das zum Beispiel so als Neonröhren quasi genommen. Das funktioniert auch ziemlich gut, weil es halt einfach so modern aussieht, so futuristisch im Endeffekt. So, jetzt habe ich natürlich kein Mending dabei, ich bin ja auch ein Idiot. Das kriegen wir hier eigentlich nochmal auch so, nichts Gutes, okay, also die beiden müssen wir zusammen craften, das kostet 5 Level. So, und dann brauchen wir immer noch ein bisschen was, um das Ganze natürlich dann noch darauf zu machen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier einfach nochmal ein bisschen AFK für 10 Minuten oder sowas. Und dann haben wir genug Level hoffentlich, dann können wir das nochmal schnell machen. Und dann pflanzen wir noch ein paar Bäume und dann soll das auch gewesen sein für die Folge. Also bis gleich. So, ich habe jetzt ein paar Level gefarmt und auch schon die Bücher zusammengecraftet. Aber irgendwie funktioniert die Farm nicht mehr so toll. Also irgendwas ist jetzt hier in der... Wow, was ist... Hier fehlt einfach ein Block. Oh mein Gott, das habe ich einfach nicht gesehen. Krass. Ich... Ach so. Ist ja witzig. Weil das sind hier die ganze Zeit immer Viecher raus... Habe ich hier nicht irgendwo Steine? Es sind hier nämlich die ganze Zeit die Spinnen ausgebrochen und haben mich fast getötet. Und ich habe halt nicht gecheckt, woran das liegt. Aber es lag einfach daran, dass hier ein Block gefehlt hat und ich habe das nicht erkannt, weil halt... Weil es halt Glas ist und man das halt so schwierig erkennt. Oh mein Gott, okay. Die Farm ist nicht kaputt. Ja, ich habe... Oh Gott, holy shit. Gut, dass wir das noch raus... Das ist ja... Ich bin ja auch behindert, oder? Ganz ehrlich. Naja. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder nach oben und wir können wieder ein bisschen was zusammen craften und verzaubern. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Bäumchen dahin. Und dann war es das auch von dieser Folge. Ist tatsächlich, glaube ich, auch die letzte Folge von dieser Serie quasi. Denn als nächstes kommt nochmal so eine Folge, wo wir eigentlich nichts machen, sondern wo ich nochmal die Welt zeige, so eine Welttour mache. Und ich hoffe, dafür gibt es dann schon Optifine, weil ich würde das eigentlich gerne mit Shader machen. Aber mal gucken. Und das war's dann auch, wie gesagt, davon. Ich möchte das hier nämlich nicht so unendlich lange machen, wie jetzt Gronkh zum Beispiel mit seinen 1500 Folgen, keine Ahnung, der hat bestimmt über 1000 Folgen gehabt. Sondern ich möchte es halt kurz und bündig halten. Und vielleicht gibt es mal eine zweite Staffel oder sowas, oder wir bauen mal irgendwann weiter, aber erstmal möchte ich Pause machen und ich möchte auch wieder Tutorials machen, wenn ich ganz ehrlich bin. So, jetzt greifen wir aber das hier nochmal zusammen. Ach nee, andere Dings habe ich gesucht. Mending. Mending da. So, und jetzt haben wir hier doch noch eine Spitzhacke, genau. Kann ich da auch noch was machen? Efficiency 4. Ich könnte noch zweimal Efficiency 4 gebrauchen. Gucken, was wir hier noch haben. Efficiency 4. Power brauchen wir nicht. Mending. Silk Touch. Efficiency 4 nochmal. Wundervoll. Aber ansonsten ist da oben, glaube ich, nichts, was wir noch brauchen könnten. So. Dann machen wir zunächst die Elytra mit Unbreaking 3. Und mit Mending. Mit Mending, da haben wir es. Das Ganze nennen wir dann... Kann ich da nicht einfach so machen? Ja doch. Eriks Elytra. Für 10 Level ist das, denke ich, ein guter Deal. Und jetzt können wir noch den Helm einmal verzaubern. Denn da können wir jetzt noch Aqua Affinity drauf machen. Das ist auch ziemlich cool. Dann kann man unter Wasser schneller abbauen. Das ist natürlich super praktisch.
Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir das hier noch machen können. Das kostet 6 Level. Okay, das haben wir nicht. Und das hier würde auch nochmal 6 Level kosten. Das bedeutet, ich muss gleich nochmal 12 Level farmen. Das kann ich auf jeden Fall noch machen, aber das zeige ich euch dann nicht, weil es halt einfach langweilig ist, wie gesagt. So, aber wir placen jetzt nochmal ein paar Bäumchen, die wir bestimmt unten haben. Haben wir hier noch? Ne, haben wir nicht. Bone Meal nehmen wir natürlich auch noch mit. Weil ich möchte einfach an der Klippe noch ein paar Bäume haben. Das sieht immer ein bisschen cooler aus. Dafür nehmen wir natürlich wieder hier alles mögliche an Bäumen, was wir haben. Und Bone Meal. Wo hätte ich denn Bone Meal, wenn ich es hätte? Wahrscheinlich hier, ne? Okay, wir haben kein Bone Meal, aber wir haben Knochen. Das ist natürlich auch gut. Und da placen wir dann noch ein paar Bäume hin an die Klippe. Sieht immer ein bisschen nice aus. Na, wobei, ich glaube, ich lasse das, weil ich müsste dann einmal drumrum überall Bäume machen. Und so viele Bäume habe ich leider nicht. Deswegen lasse ich das, glaube ich, doch. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen nochmal in den Raum hier und da beenden wir dann die Folge. Und auch die Serie ja quasi, weil die nächste Folge wird ja nur noch eine Welttour. Und da würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch ein letztes Mal gefallen in dieser Welt. Ich hoffe, ihr konntet noch was dazulernen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Drachenkopf in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bald gibt es einen Download von der Map in der nächsten Folge. Also morgen, wenn ihr das hier seht, morgen an Heiligabend kommt das dann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.